Ja, hallo, willkommen bei Sinnesilz. Wie schon vorher angekündigt, wollte ich eigentlich einen Film vorstellen, beziehungsweise eine kleine Geschichte dazu erzählen. Eine unglaubliche DVD-Kaufgeschichte sozusagen. Und zwar handelt es sich um diesen Film da. Es geht um The Texas Chainsaw Massacre von Tobe Hooper. Und wir sehen da diese NSM-Veröffentlichungen, die ich auch schon ziemlich eine Zeit lang selber schon habe. Nur ist halt zu bemängeln, dass die Bildqualität dieser DVD mehr schlecht als recht ist. Nachher habe ich mir gedacht, schau schon mal rein in den Computer, schau schon mal in unseren österreichischen Libro hinein und siehe da, ich habe da was ganz Besonderes entdeckt. The Texas Chainsaw Massacre im limitierten 5000 Stück limitierten Digipack mit Blu-ray, also insgesamt drei DVDs beziehungsweise eine Blu-ray und zwei DVDs. Das Problem war nur, auf Anfrage hat man mal gesagt, dass der Lagerbestand nicht stimmt, also da waren nur zwei übrig und die zwei waren nicht mehr da, gestohlen, falscher Lagerbestand, Eingabe, keine Ahnung, auf jeden Fall weg. Dann haben wir gedacht, ja super, nicht? Dann haben wir gedacht, ja gut, nachher frag schon mal nach, vielleicht hat der andere Libro das. Dann habe ich also in meinem Land, innerhalb meines Landes, diese Libro-Geschäfte eben angerufen und überall negativ, kein Lagerbestand. Und dann habe ich mir Auskunft geben lassen, in anderen Bundesländern, bin also da wirklich österreichweit auf die Suche nach dieser wunderbaren Ausgabe gegangen. Das Gute nämlich an dieser Ausgabe war, naja gut, das sage ich zum Schluss, der Preis, der kommt zum Schluss. Auf jeden Fall in irgendeiner kleinen Libro-Filiale in der Steiermark war noch ein Exemplar vorhanden und das ist im Lager vergessen worden und wurde nicht ins Regal gestellt. Und ich habe mir dieses Digipack bestellt, haben wir das von der Steiermark nach Tirol her liefern lassen in einen Libro, in eine Libro-Filiale in meiner Nähe. Und siehe da, 2 Tage später war es dann soweit. Und das möchte ich jetzt präsentieren. Das tun wir jetzt weg, weil das ist wirklich qualitätsmäßig nicht gut. Und da haben wir jetzt die absolute ultimative Auflage dieses Films, Texas Chainsaw Massacre im Digipack mit Blu-ray, also der Hauptfilm auf Blu-ray. Und ich muss wirklich sagen, dass dieser Transfer wirklich sehr gelungen ist. Überhaupt kein Vergleich. 101 gegen diese DVD, diese Blu-ray ist einfach spitzenmäßig. Wenn man bedenkt, dass es sich da um einen 16 mm Film handelt, der ist in 16 mm gedreht worden. Und das hat ja natürlich auch nicht die beste Auflösung, beziehungsweise war 35 mm damals gang und gäbe. Natürlich war das Filmen auf 16 mm um einiges billiger. Und trotzdem hat man wirklich total viel aus diesem Film rausgeholt. Und ich muss echt sagen, das ist mehr als gelungen. Ich glaube, dass die meisten diese Auflage kennen. Da haben wir jetzt die Registrierung bzw. die Nummer der, na, das sieht man jetzt nicht immer richtig, ein bisschen unscharf das Ganze. Auf jeden Fall ist es die Nummer 4442 von 5000. Limitiert auf 5000 Kopien und ich habe dieses gute Stück nach einer österreichweiten Suche, so kann man das sagen, ergattert. Und ich habe gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Ich wollte euch einfach die Geschichte von diesem Film erzählen, wie ich dazu gekommen bin, weil das hat mir doch einige Telefonate gekostet, aber bei einem Verkaufspreis von 10 Euro. Bitte, von 10 Euro. Dieses Ding kostet normalerweise 30 Euro. Von einem Verkaufspreis von 10 Euro hat sich die Recherche auf jeden Fall gelohnt. So viel muss man sagen. Weil diese Ausgabe wirklich super ist. Und ja, das ist also das Innere. Man sieht das jetzt nicht so besonders gut, weil ich habe da einen schlechten Abstand. Ich kann es nicht besser machen mit der Filmerei. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Digipack und ich bin wirklich echt froh. Das ist heute ist es gekommen.
Und heute habe ich mir es abgeholt von dieser Libro-Filiale in meiner Nähe und ich muss echt sagen, ich bin heilfroh, dass ich das erwischt habe und das ist echt spitze und um 10 Euro, das hat mir echt vom Hammer gehauen, weil ich meine, das ist geschenkt bitte, das ist absolut geschenkt. Ja, das war eigentlich nur dieses kurze, kleine Stückchen, was ich jetzt nur einwerfen wollte. Und ich wollte eigentlich einmal eine Lanze brechen für alle Filmsammler und DVD-Sammler, was wir doch eigentlich für ein wunderschönes Hobby haben. Unsere Partnerinnen und Ehefrauen können sich eigentlich glücklich schätzen, dass wir Filme sammeln, weil ich glaube, wenn man jetzt Bierdeckel sammeln taten oder Radkappen, ich glaube, da hatten die Frauen keine Freude damit. Und mit so einem wunderschönen Hobby wie Filme zu sammeln, ich glaube, da hat jeder was davon, da hat auch der Partner was davon. Und wir haben ja nicht nur schreckliche Filme, wir haben ja nicht nur Horrorfilme, wir haben ja auch andere Sachen auch. Bunt gemischtes Programm hat eigentlich jeder und jeder hat eine super Sammlung. Und ich genieße auch immer die ganzen Videos von euch allen auf YouTube. Ich schaue mir das immer wieder gern an und schon zu wissen, dass man nicht allein ist mit seiner Kauf- und Sammelsucht, was diese Filme anbelangt, weil wie viel Geld man da eigentlich schon zum Fenster rausgeschmissen hat, das möchte ich nicht wissen. Aber eigentlich ist es nicht zum Fenster rausgeschmissen, weil es ist ein bleibender Wert, man hat was davon, man kann sich die Filme immer wieder anschauen, man kann sie mit Freunden und Bekannten anschauen und es ist nicht so, als wenn man sich jetzt irgendwas anderes kauft, was vergänglich ist, was danach weg ist und da hat man einfach was in der Hand. Und das möchte ich einfach einmal sagen, dass wir da eigentlich auch wirklich ein schönes Hobby haben, was einfach grandios ist und es ist ja immer wieder schön anzuschauen, die ganzen verschiedenen Geschmäcker. Gut, ich bin jetzt schon ein bisschen ein älteres Baujahr, kann sein, dass ich ältere Filme besser finde als neuere, aber es ist wurscht, es gibt so viele gute Sachen durch die Bank, es gibt auch gute alte Filme, es gibt gute neue Filme. Da braucht man jetzt gar nichts denken dabei, ich finde das spitze und macht's alle weiter so und ich mache auch weiter so, auch wenn ich jetzt nicht der Rekordhalter bei den Views bin und der Rekordhalter bei den Abonnenten. Auch übrigens, ja, habe schon über 20, Wahnsinn. Ich muss dazu sagen, ich bin erst seit, also ich bin schon seit 2009 bei YouTube angemeldet. Mach aber diese Videos mit Filmvorstellungen erst eine kurze Zeit, einen Monat oder so. Und für das muss ich sagen, ist es eigentlich eh okay. Vielleicht gibt es auch Verständigungsprobleme. Tiroler sind schwer zu verstehen für Deutsche, Kärntner genauso und Wiener auch. Aber trotzdem, man versteht trotzdem alles. Sonst müssen wir halt schauen, dass wir irgendwie so ein Untertitelprogramm haben. Gut. Ich sage Dankeschön und beim nächsten Mal stelle ich Ihnen nachher wieder mal ein paar Filmrollen aus meinem Archiv vor. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und das war's für Cinesils und tschüss.